Buongiorno, meine lieben Leute. Jetzt sind wir endlich wieder da. Ah, und wir haben hier auch noch eine... Wir haben hier also auch noch was. Mal gucken. Finden wir das vielleicht noch? Die kleine Glyphe? Okay, das kann es nicht sein. Die Sonne ist bestimmt nicht die Glyphe. Okay, der Bade geht mir schon wieder auf den Senkel. Ah, na gut. Wo könnte hier die Glyphe sein? Mensch, Bade, geh mir nicht auf den Sack. Okay, irgendwie gefällt mir nicht, dass es jetzt dauernd so ruckelt. Okay. Wir wissen, hier irgendwo ist die verdammte Glyphe, aber... Oh. Mal gucken. Irgendwo muss es ja sein. Da glitzert was. Ah! Na also. Und will ist es auch ein Weg. Siehst du, verstehst du, was los ist? Noch nicht. Schon bald. Machtinstrumente, Datei freigeben. Natürlich. Mit ihrer Macht mähten sie ihre Feinde nieder. Otto von Bismarck. Okay, den kenne ich nicht so. Perseus, na, der hat garantiert jemanden niedergemäht. Der hat gegen den Kraken gekämpft, soweit ich weiß. Ey, ich will das sehen. Attila der Hunde, ja, der war auch ein Krieger. Samson, tja, der war eigentlich auch ein Krieger, aber der hat niemanden niedergemäht. Alexander der Große, ja. Das kommt hin. Sigmund. Ja. Vielleicht. Mal schauen. Charlemagne Europa. Nein. König Arthur. Okay. Das war was Falsches. Dann nehmen wir Alexander raus und nehmen lieber die gute Jeanne d'Arc. Edelsplitter 25, das Schwert. Aha. Es gab also nicht nur den Apfel, sondern auch andere Sachen. In ihren Händen lehnen sich die Weißen auf eine große Macht. König Ludwig der 14., der Sonnenkönig. Kaiser Shunzi, China. Johannes der Täufer. Ich glaube, wir müssen jetzt alle suchen, die einen Stab haben oder so. Achilles. Nein, das war ein Krieger. Amenhotep der 3., nein. Alexander der Große, ja, der hatte sowas. König Ferdinand und Königin Isabella von Spanien. Nein. Shabataka. Ja, der hat einen Stab. Petrus. Ja, der hat auch einen Stab gehabt. Und Moses. Ja, der hatte auch einen Stab. Edelsplitter 34. Der Stab. Ja, es gibt verschiedene solcher Sachen. Passcode gefunden. Juhu. Okay, auch nicht gerade viel schlauer als vorher, aber na gut. Hauptsache, wir haben den Mist gefunden. Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich das erste Mal aufgenommen hatte. Das war noch, das ist schon sehr lange her. Da musste ich sogar extra ein Special machen, wo ich die ganzen Glyphen erstmal suchen musste. Also, denke mal, ich werde diesmal versuchen, gleich von Anfang an alle zu nehmen. Mitzunehmen, die es geht, damit es nicht mehr so viel wird. Okay. Aber genug geredet, jetzt müssen wir einen Dieb einfangen. Fuchsjagd. La Volpe den Fuchs in der Nähe des Mercato Vecchio aufspüren. Okay. Na, Adlerauge ist schon aktiv. Ah. Okay. Nachteil beim Adlerauge, man sieht nicht mehr, wo man lang rennt. Ach so. Aber, große Frage, wer könnte der Dieb sein, den wir suchen?
Das große goldene Leuchten, das wir eben gesehen haben? Oder die ganzen Unsichtbaren hier? Oh, na warte. Was? Meine Börse, mein Geld. Euer Geld? Ich habe euer Geld nicht. Na warte, durch dich kriegen wir, du Penner. Na geht doch. Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Mörder, Tagliagole, Dieb. Aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Zu euren Diensten, Messer Ezio. Woher kennt ihr meinen Namen? Es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb hier? Doch, ich muss jemanden finden. Und wissen, wo er ist, bevor er es selber weiß. Wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Ma certo. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Oh, ja. Und hier ist euer Geld. Das will ich dir auch geraten haben, dass wir es wieder kriegen. Ui, sogar mit Bonus. Nett, nett. Muss schon sagen, La Volpe ist doch ein netter Kerl gewesen. Okay, da müssen wir wohl runter. Ui! Super, niemand getroffen. Oh, aber da ist noch ein Aussichtspunkt. Ach, da sind wir zu früh runtergesprungen. Mist. Na gut. Mach mal kurz hoch. Wenn man schon in der Nähe eines Aussichtspunktes ist, sollte man ihn noch nutzen. Okay, ich glaube, ich muss doch noch ein bisschen ändern. Ja, tut mir jetzt leid, dass ich jetzt mitten in der Aufnahme mache, aber ich denke, Faustsync muss ich doch anmachen. Das hat nämlich doch die Qualität ganz... So, das Spiel ist leider abgestürzt. Naja, war irgendwie zu erwarten, wenn man Fraps nicht ausmacht, aber na gut. Wir haben es jetzt verbessert. Ha. Schon mal 15 von 73. Na, das geht doch flott. Okay, das war ein seltsamer Sprung, aber was soll's. Er ist ja diesmal nicht abgestürzt. Ausnahmsweise mal. Okay. Wo ist er denn jetzt? La Volpe, wo bist du? Okay. Hier unten ist er. Diesmal hat sich keiner gewundert, dass wir abgestürzt sind. Na gut. Man kann nicht alles haben. Na gut, La Volpe. Was hast du jetzt für uns? Folgt mir. Aber wir müssen uns ganz schön beeilen. Ob ihr mithalten könnt? Gar kein Problem. Alles klar, wir sehen uns dort. La Volpe bei der Santa Maria Novella betreffen. Alles klar. Okay, ach, da war's. Ach, da ist er lang. Gut. Das schauen wir locker. Okay, jetzt springt er da lang. Was tut ihr denn da hinten? Ihr sollt doch mithalten. Ich wünschte, ich könnte mithalten. Ah, jetzt kann ich. Na komm, komm, komm. Mensch, nicht so doll lecken, bitte. Okay, das macht es ein bisschen schwerer, hinterher zu kommen, wenn es so leckt. Mann! Wow, Mann! Ezio, lass bitte dieses Stunt einladen. Und geschafft! Da sind wir.
Hier in dieser Kirche trifft sich Francesco de Pazzi mit seinen Leuten. Wie komme ich da rein? Es gibt Katakomben unter der ganzen Stadt. Diese führen euch an einen Ort, wo ihr das Treffen heimlich belauschen könnt. Da, nehmt den Steingriff. Dreht ihn, dann schiebt ihn nach unten. Danke für all eure Hilfe, Wolpe. Viel Glück. Ja, ja. Schon wieder 1200 Florin, okay. La Wolpe ist ein sehr netter Bursche. Okay, ich glaube, da sollten wir doch ein bisschen mehr zur Seite gehen. Nicht, dass die Wachen das merken. Servus, Leute. Nett hier. Waren da die Vorbesitzer oder was? Novellas Geheimnis. In die Katakomben von Santa Maria Novella eindringen und das Templertreffen erreichen. Ja, hier wird es auch Gegner geben, deshalb sind wir automatisch gesucht, denn selbst die beklopptesten Wachen können sich ja denken, einer, der hier unten rumrennt, hat bestimmt nichts Normales vor. Yeah. Auf geht's. Oh, toll. Ja, das wird jetzt eine richtige Jump-and-Run-Einlage. Alles klar. Wir müssen hier durch. Na dann. Uah! Wegen dem verdammten Leck. Oh. Ehrlich. Manchmal glaube ich, mein PC hasst mich. Na, wen haben wir? Medizin. Hä? Okay. Interessant. Ah, dann sind wir wieder hier. Okay. Jetzt bin ich doch nicht mehr so verwirrt. Okay. Auf jetzt! Ja, diesmal hat es auch nicht geleckt. Schön. Wieder ein bisschen da lang. Jetzt. Ach, hier ist schon wieder ein Hebel. Na dann, was bewirkst du, mein Freund? Ah ja. Lass mich raten, wenn wir direkt darunter stehen, gehst du wieder zu und spießt uns auf. Nee? Ach Mann. Normalerweise habe ich doch recht, wenn sowas passiert. Na gut. Wow, 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 das war knapp. Ein Heuhaufen. Ja, und da sind auch ein paar Wachen. Hui! Wie lange müssen wir hier stehen, Saferio? Es ist kalt. Was willst du, Ilario? Messer Pazzi bezahlt uns gutes Geld, um den Eingang zu bewachen, und die Toten werden uns nichts tun. Ich kann es kaum erwarten, Elena zu erzählen, wie viel Geld wir heute verdient haben. Tja, die Toten werden euch nichts tun, aber ich bin ja auch nicht tot. Ja, das Tor zur großen Halle öffnen. Okay. Jetzt muss ich selber erstmal gucken, wie war das noch? Ach, hier bestimmt. Lalala. Okay, da geht's nicht lang. Aber hier nach links. Was? Oh.
Okay. Verzeihung. Ach, ist wirklich nützlich. Tja. War's ein bisschen zu unachtsam gewesen, mein Kumpel. Okay, und ui. Aha. Okay. Ah. Jetzt können wir da weiter. Mhm. Ja. Zum neuen Hebel. Na gut. Das kann ja nicht werden. Aber da ist wenigstens noch eine Truhe und ich möchte da runter. Danke. Ah. Immer diese Steuerung. Das soll ich jetzt ganze drei Spiele eigentlich sogar jetzt durchhalten, oh Mann. Na gut, da kann man nichts machen. Ui. Okay. Und jetzt darüber. Super. Und jetzt dahin. Na also, ganz aus dem FF. Na dann, Sesam, öffne dich. Merda, die Tür. Pass auf, während ich nachschaue. Von wegen leichte Aufgabe. Ich sagte doch, wir hätten nicht kommen dürfen. Wenn ich etwas höre, renne ich zum nächsten Wachposten. So wahr mir Gott helfe. Ja, leider hört er ja was, nämlich uns. Na gut. Gehen wir ein Stockwerk tiefer.